Wenn ich nicht Fußball spielen könnte, würde ich weinen. Ich muss spielen. Und nachdem ich auf dem Fußballfeld so gelacht habe, ist das Leben viel leichter. Wenn wir uns beim Spielen austoben, werden wir so glücklich, dass alle Sorgen wie weggeblasen sind. Auf dem Fußballfeld sind wir Frauen wie ein einziger Körper. Wir fühlen uns auf einmal so großartig, so stolz. Das Spiel gibt uns Kraft, Lebenskraft und auch Selbstbewusstsein. Fußballfieber bei den Nachfahren der Inka in den peruanischen Anden. Fußball über den Wolken, in fast 4000 Meter Höhe. So weit oben in solch dünner Luft jagen sonst nirgendwo in der Welt Frauen dem Ball hinterher. Keine der Bäuerinnen erinnert sich, wann genau alles begann. Schon seit ihrer Schulzeit spielen sie Fußball. So auch Juana Estrada, die linke Verteidigerin des Teams. Und sie spielen gut. Im Jahr 2000 gewannen sie sogar die Andenmeisterschaft der Frauen. Doch Fußball ist für die Indianerinnen von Churubamba nicht nur Leidenschaft. Er ist auch ein Weg, um aus der Enge ihres Lebens in dem abgeschiedenen Dorf auszubrechen. Konditionstraining auf dem Fußballfeld brauchen die Frauen nicht. Ihr Alltag ist ein unablässiges Training. Dieses ewige, zehrende Laufen in den steilen Bergen und in der sauerstoffarmen Luft. Menschen aus tiefer gelegenen Gebieten keuchen hier schon nach 50 Metern Anstieg. Sie dagegen können pausenlos kilometerweit bergan wandern. Kilo Last, Tag für Tag. Ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Juli und Abel, trägt die 36-jährige Verteidigerin Juana Estrada stets bei sich in den Hängen über Churubamba. In meinem Leben gibt es nur wenig Anlass für Freude. Es ist immer Arbeit. Harte Arbeit auf den Feldern, mit den Tieren, mit den Kindern. Und Fußball ist die einzige Unterbrechung, die ich habe. Das ist einer der wenigen Momente, in denen ich etwas für mich selbst tue. Ich treffe die anderen Frauen und kann endlich lachen. Auf dem Fußballfeld fühle ich mich dann wie eine andere. Für Augenblicke bin ich glücklich und vergesse alles.
an den Berghang geduckt, fast unsichtbar, Churubamba. Kein Strom, kein Laden, keine Busverbindung. Eine Stunde Fußmarsch bis zum nächsten Ort. Die 58 verstreut lebenden Familien vom Volk der Quechua-Indianer bringt nur der Fußball zusammen. Hier gibt es allein Viehzucht und Ackerbau. Schwieriger Boden, ausgelaugter Boden. Tonerde, die das Wasser nicht hält und jeglichen Anbau zur Mühsal gerinnen lässt. Felder, die durch Erdrutsche immer wieder in die Tiefe verschwinden. Land, das in immer kleinere Parzellen aufgeteilt ist und an immer steileren Hängen klebt. Juana Estrada und ihr Mann Valentin haben nicht einmal einen Pflug. Auf ihren 5 Feldern gedeihen in dieser Höhe einzig Saubohnen, Kartoffeln und ein wenig Weizen. Nur 50 mal 70 Meter ist jede ihrer Parzellen groß. Die Hälfte der Ernte vermarkten Valentin und Juana in der Kreisstadt, um sich davon Kleidung, Salz und Öl zu kaufen. Für 1 Kilo Weizen bekommen sie umgerechnet 30 Cent. Für 1 Kilo Kartoffeln oder Saubohnen nicht einmal 20. Ihre 18 Schafe hüten die ältesten Söhne nach der Schule. Manchmal bis in die Nacht hinein. Der 11-jährige Josbay und der 8-jährige Mateo. Erst nachts im Schein der Öllampe ist Zeit für Hausaufgaben. Josbay und Mateo werden nur 4 Jahre lang die Zwergschule von Churubamba besuchen. Zum Weiterlernen in der Kreisstadt reicht das Geld der Eltern nicht. Auch nicht für Fleisch oder Gemüse. Tag ein, Tag aus gibt es Saubohnensuppe. Die größte Sorge der Familie gilt aber dem schwerbehinderten 6-jährigen Sohn Alejandro. Ich war heute wieder beim Gesundheitsamt. Und nun? Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Sonst können wir nur noch abwarten, dass er stirbt. Wenn wir zumindest die Krankenhauskosten in Raten zahlen könnten, das wäre vielleicht eine Lösung. Zur Cancha, zum Fußballplatz. Nur vor wichtigen Spielen trainieren die Frauen ein wenig zusammen. Mehr Zeit für Fußball bleibt ihnen nach all der Feldarbeit nicht. Auf das Mutter Erde die Fußballspielerinnen von Churubamba stärke. Mittelstürmerin Toribia verteilt die bitteren Blätter der Coca-Pflanze.
Ein uraltes Inka-Ritual. Er soll die Frauen beflügeln und ihnen Ausdauer verleihen. Fußballkleidung können sich die Spielerinnen nicht leisten. Doch damit haben sie sich längst angefreundet und sogar eine Stärke daraus gemacht. Wir könnten uns nie an Schuhe gewöhnen und auch nicht an Hosen. Von Kindheit an sind wir so gekleidet, mit Sandalen, mit Rock und mit Hut. Und wir stehen dazu, auch vor fremden Leuten bei den Spielen in anderen Dörfern. Die belächeln uns, aber das schüchtert uns nicht ein. Wir sind stolz auf unsere Tracht und fordern die anderen heraus. Die Fußballwelt außerhalb unserer Berge kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wer dort alles spielt, wer die Meister sind, was sie tragen und nach welchen Regeln alles läuft. Wir spielen nur, um für Momente glücklich zu sein, um Spaß zu haben. Von Technik und Taktik verstehen wir nicht viel. Wir spielen aber mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Willen. Und das vereint uns zu einer einzigen Kraft. So ist Fußball für uns. Vor den großen Spielen berät sie manchmal einen Mann, der zumindest die Grundregeln beherrscht. Auch in den Anden war Fußball zuerst ein reiner Männersport. Die Angriffsspielerinnen dürfen nicht ihre Position verlassen und zur anderen Seite herüberlaufen. Drei Auswärtsspiele stehen den Frauen bevor. Die Einstimmung auf die nahende Meisterschaftssaison. Jeden Sonntag werden sie dann von Januar bis März auf andere Mannschaften treffen. Fulbito Andino nennt sich der Frauenfußball hier. Der kleine Andenfußball, bei dem alles eben etwas kleiner ist. Die Mannschaften, das Feld, die Tore, die Spielzeit. Und wer gegen wen beim Training spielt, ergibt sich jedes Mal neu. Zuerst waren wir Männer dagegen, dass auch die Frauen Fußball spielen. Die Arbeit auf den Feldern mit den Tieren und den Kindern lässt ihnen doch keine Zeit für Spiel und Spaß. Doch sie haben gedrängt und gedrängt, bis wir uns damit abfinden mussten. Inzwischen bin ich sogar froh darüber, dass Juana spielt. Sie ist seitdem fröhlicher, entspannter. Und wenn sie mit ihrer Mannschaft bei den Spielen in anderen Dörfern gewinnt, bin ich ganz stolz auf sie. Ich werde immer hier leben müssen, denn wohin könnte ich sonst? Ich bin kaum zur Schule gegangen und würde in der Stadt nie überleben. Was habe ich gelernt? Was kann ich schon? Ich
In diesen Bergen habe ich jedenfalls mein Land. Es ist nur ein kleines, trockenes Stück, aber es bringt genug Kartoffeln für mich und meine Kinder ein. Doch heute Morgen reißt sie der Fußball aus ihrem Alltag heraus. Auswärtsspiel in Manko, dem Dorf hinter dem nächsten Berg. 16 Kilometer bergab und wieder bergauf schlängelt sich der Pfad. Eine kurze Pause, bevor es bergauf geht. Früher blieben wir Frauen immer in unserem Dorf. Wir waren wie eingeschlossen, mit den Kindern, dem Mann, den Tieren und all den Sorgen. Heute kommen wir weit hinaus. Wer weiß, wohin der Fußball uns noch treiben wird. Mich macht es glücklich, so weit zu reisen. Nun bin ich ganz gespannt darauf, die Frauen auf der anderen Seite des Berges wieder mal zu treffen. Hier ist alles so fremd und so anders. Die Pflanzen, die Schluchten, die Weiden, die in diesem Tal so schön saftig sind. Es ist sehr eng und düster, aber dafür ganz feucht und grün. Komm, der Regen macht dich sonst ganz nass. Lasst uns jetzt spielen gehen. Nach 4 Stunden endlich die Hütten von Manko. Mehr und mehr weibliche Teams haben sich in der Region zusammengefunden, seit die Kreisstadt Andahuaylas 1996 die Andenmeisterschaft des Frauenfußballs ins Leben gerufen hat. Sie soll den Austausch zwischen den Gemeinden fördern und die Wirtschaft etwas beleben. Denn jedes Spiel ist auch ein kleines Dorffest. Nächstes Mal kommt ihr aber zu Fuß zu uns. Ja, ja, wir kommen. Sogar die Lamas sind müde nach der langen Reise. Wir kommen lieber mit Mauleseln. Die Zeit drängt. Wenn sie vor der Dunkelheit zurück in Churubamba sein wollen, müssen die Frauen trotz ihrer Erschöpfung nach der langen Reise sofort spielen. Ein Nachteil gegenüber den Rotröcken von Manko. Für Manko.
Verteidigerin Juana ist verunsichert. Churubamba erkämpft sich den Ball zurück. Doch der Pass endet im Aus. Halbzeit. Noch steht es 0:0. Zweite Halbzeit. Der Ball wird immer härter umkämpft. Und dann, kurz vor Abpfiff, Tor für Churubamba. Der Siegpreis, gestiftet von der Kreisstadt Andahuaylillas. 11 Meerschweinchen. Kross gebraten gelten sie den Quechua-Indianern als Delikatesse für besondere Tage. Mit Kartoffeln beginnt jeder neue Tag in Churubamba, so wie schon zur Inka-Zeit. Die Freude über den Fußballsieg strahlt bis in den Morgen hinein. Doch schnell holt die Familie der Alltag ein. Wo sollen wir mit den Schafen hin? Es hat nicht genug geregnet und auf den Weiden wächst kaum noch Gras. Doch, es gibt noch Gras, aber weiter weg. Wir schaffen es nur, dorthin zu kommen, wenn ihr Kinder nach der Schule helft. Und immer sorgt sich Juana um den kleinen Alejandro. Woran er plötzlich im Alter von 2 Jahren erkrankte, wissen sie und Valentin nicht. Beide nehmen seine Behinderung als Schicksal an. Medizinische Hilfe können sie sich nicht leisten. Wer weiß, wie lange dieses Leiden noch geht. An manchen Tagen wünsche ich mir sogar, dass er durch eine plötzliche Krankheit einfach stirbt. Seinetwegen sehen mich die Leute schief und mit Misstrauen an. Sie glauben, die Krankheit ist die Strafe für etwas Böses, das ich früher in meinem Leben getan habe. Auch die Zwillinge, diese doppelte Last, halten die Leute für eine Strafe. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich Zwillinge erwartete. Als sie zur Welt kamen, empfand ich nur Mitleid für sie. Wie sollte ich sie bloß großziehen? Auf einmal stand ich vor dieser Frage. Durch all diese Kinder bin ich immer müde und habe keine Minute mehr für mich. Manchmal sage ich mir leise, dass ich ein besseres Leben gehabt hätte, wenn ich allein geblieben wäre. Ich will nicht, dass meine Kinder in Churubamba weiterleben. Sie sollen weit weg von hier kommen. Nach Cusco, nach Lima. Irgendwohin in die großen Städte. Musik
Juli! Meine Kinder sollen nicht dasselbe Leben haben wie ich. Zehn Minuten vor Schulbeginn. Ein ganz normaler Morgen. Auch heute sind die Mädchen schneller als die Jungen. Sie schnappen sich den einzigen Fußball und bleiben dran, bis die Stunde beginnt. Die Zwergschule von Churubamba. 21 Kinder, in zwei Altersklassen geteilt. Stifte bezahlt der Lehrer Martin Pilko aus eigener Tasche. Und ein Buch müssen sich jeweils drei Schüler teilen. Weil die Kinder auf den Feldern helfen müssen, hat in den letzten 15 Jahren keines von ihnen in der Schule der Kreisstadt bis zum Abitur weitergelernt. Geschichtsunterricht über die Eroberung des Inka-Reichs durch die Spanier. Immer noch leiden die Indianer Perus unter den Folgen der Eroberung. Immer noch sind sie Menschen dritter Klasse. Der Unterricht soll den Kindern den Stolz auf ihre Herkunft zurückgeben. War die Eroberung gut oder schlecht für uns? Es war schlecht. Sie wollen, dass ihre Kinder besser lernen können. Und sie wollen ein besseres Leben für sich. Die Frauen von Churubamba marschieren an diesem Nachmittag zum Rathaus der Kreisstadt Andahuaylas. Undenkbar noch vor ein paar Jahren, als sie bei Dorfversammlungen nicht einmal mitreden durften. Erst seit sie durch den Fußball zusammengekommen sind und als Mannschaft Achtung und Bewunderung erlebt haben, erheben sie ihre Stimme. Herr Bürgermeister, wir sind alle zusammen hergekommen, um endlich eine Lösung des Stromproblems in Churubamba zu fordern. Wir leben in der Dunkelheit. Man hat uns vergessen. Wie sollen unsere Kinder lernen, wenn sie nur im Schein einer Ölfunzel ihre Hausaufgaben machen können? Die Regierung gibt uns kaum Geld dafür. Und eigene Mittel haben wir nicht. Ich verstehe euch. Ich kenne euer Leiden. Denn ich komme auch aus so einem armen Dorf wie ihr und bin selbst Indianer. Wir würden gerne etwas Geld dazugeben, aber unsere Bohnen und Kartoffeln bringen nicht mal genug für uns zum Essen ein. Doch eins weiß ich, das Reisen hat uns die Augen geöffnet. Wir wollen, dass unsere Kinder lernen und im Leben viel weiterkommen als wir. Gut, ich werde in die Hauptstadt fahren und versuchen, das Geld aufzutreiben. Alle wissen, es wird sicher noch Monate, vielleicht Jahre dauern, bis elektrisches Licht in Churubamba brennt. Doch die Spielerinnen vertrauen Bürgermeister Guillermo Chihiwani. Er war es, der damals die Frauenmeisterschaft der Anden ins Leben rief. Seitdem finanziert er alle Reisen zu den Auswärtstreffen
und ermuntert die Spielerinnen zu immer mehr Eigenständigkeit. Nur über die Frauen, so glaubt er, kann die Entwicklung der armen Andenregion vorankommen. Noch nie sind die Frauen so weit gereist wie heute. 170 Kilometer von Churubamba entfernt sollen sie das zweite Freundschaftsspiel austragen. Noch nie zuvor haben die meisten von ihnen die einstige Inka-Hauptstadt Cusco gesehen, die auf dem Weg liegt. Nach 5 Stunden, Wiyok, auch ein Dorf der Quechua-Indianer. Wiyok, der Ort der berühmten Weberinnen, die durch den Tourismus zu Wohlstand gekommen sind. Vor kurzem haben sie sogar ihr Dorf ans Stromnetz anschließen lassen. Doch das Recht auf Fußball mussten auch sie sich gegen den Willen ihrer Männer mühsam erkämpfen. Die Spielerinnen hier haben den Ruf, so stark zu sein. Die kennen sich aus. Wie sollen wir bloß gegen sie gewinnen? Hier, pass mal auf meine Kinder auf. Nur Mut und beeilt euch. Es ist alles so schön und anders hier und das macht mir Angst. Wir haben noch nie auf diesem großen Fußballfeld gespielt, während die Frauen von hier immer darauf üben. Wie sollen wir bloß gegen sie gewinnen? Nur Mut. Verunsicherung unter den Frauen von Churubamba. Siegeszuversicht bei den Orangeröcken von Wiyok. Ihr spielt auf eigenem Boden. Ihr müsst gewinnen. Wiyok hat ein dicht gestaffeltes Mittelfeld. Churubamba gerät gleich unter den Druck der Orangeröcke. Kapitänin Virginia steht frei vorm Tor. Doch sie verpatzt die Chance. Stürmerin Andrea kämpft sich voran. Glänzender Pass auf Virginia. Direktschuss. Tor für Churubamba. Das verblüfft die siegessicheren Frauen von Wiyok. Doch dann kommt Verteidigerin Juana zu spät. Ausgleichstreffer der Orangeröcke zum 1:1. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit.
Hier haben sie mich getreten. Mich haben sie auch am Fuß verletzt. Wie können die bloß so spielen? Ja, mich haben sie hier und hier und auch hier getroffen. Auf der Seite von Ryok keine Klage. Nach wie vor nur Selbstgewissheit. Aus dem Getümmel geht Churubamba als Sieger hervor. Stürmerin Nemisia lässt nicht locker. Der Abwehrversuch von Kapitänin Virginia landet bei den Gegnerinnen. Riskanter Ballverlust im eigenen Strafraum. Und dann das Siegtor für Ryok in der letzten Spielminute. So weit gereist und dann auch noch eine Niederlage. Die Frauen von Churubamba haben nicht nur Ansehen verloren, sondern auch 11 Hühner, den wertvollen Preis des zweiten Spiels. Die Siegerinnen geben geröstetes Meerschweinchen aus. Doch nicht einmal das versöhnt die Frauen von Churubamba. Erst mit Chicha, dem selbstgebrauten Maisbier, weichen die Fronten auf. Es ist ein Gastgeschenk der Spielerinnen von Churubamba. Prost! Prost! Lasst uns auf unsere Niederlage anstoßen. Ihr habt uns ganz schön fertig gemacht. Die blauen Flecken nehmen wir als Erinnerung mit. Wir sind doch lockerer als die Männer. Die spielen so verbissen, während wir am Ende immer über uns lachen können. Und leidenschaftlicher sind wir dabei auch. Aber vor allem spielen wir besser als die Männer. Während die nur ihre Füßchen benutzen, setzen wir unseren ganzen Körper ein. Mit Armen und Brust stoßen wir den Ball zurück. Und die Röcke helfen uns, den Ball zu stoppen. Wenn ich allein zu Hause sitze, erdrückt mich die Sorge um mein krankes Kind. Sobald ich aber draußen mit den Schafen laufe, werde ich ruhiger. Auf der Weide beobachte ich die wachsenden Pflanzen und die Vögel und spreche mit ihnen. Manchmal sehe ich auch Kobolde. Und manchmal muss ich lachen, weil die Schafe miteinander tanzen. Doch die Natur ist für mich zuerst zum Überleben da.
Ich mag das Geräusch des Bachs. Wenn es vom Tal heraufdringt, weiß ich, dass Regen kommt. Und das Heulen des Windes mag ich nicht, weil er die Regenwolken wegbläst. So ist es hier. Anspannung vor dem dritten und letzten Spiel. Zusammen mit den Stürmerinnen Ilda und Nimicia sucht Juana den Schamanen auf. Onkel, mach das Tuch der Zukunft auf. Mal sehen, was die Kokablätter uns zu sagen haben. Ja, ihr gewinnt. Oder doch nicht? Ihr gewinnt nicht. Wieso nicht? Ihr gewinnt nicht. Nein, 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 ihr gewinnt doch. Ihr gewinnt. Also wir gewinnen? Ja, das Spiel in diesem fernen Ort gewinnt ihr. Oder auch nicht. Kannst du für morgen eine deiner kleinen Sachen zaubern? Ihr müsst ein paar dieser Kokablätter mit Knoblauch mischen und sie neben dem Stadion eingraben. Aber niemand darf euch dabei beobachten. Dann werden eure Gegnerinnen ganz konfus sein und völlig durcheinander spielen. Kräuter mit Tonerde sollen die Muskeln stärken. Es tut weh, Onkel. Da haben sie mich getreten. Der große Tag ist gekommen. Schon im Morgengrauen läuft Juana in die Provinzstadt Urcos. Sie will vor dem Spiel dort noch etwas Weizen verkaufen. Die Stadt der Mestizen, der Nachfahren von Indianern und spanischen Kolonialherren. Ihnen gegenüber fühlt sich Juana unterlegen. Wie die meisten Quechua-Frauen kann sie kaum Spanisch sprechen und verhandelt nicht so geschickt wie die wohlhabenderen Städter. Doch was. Nur 15 Soles. Wie weit gehst du runter? Einen Sole. Du kriegst es für 14. Es ist sehr guter Weizen. Nimm es doch. Nein, er sieht klein und verfault aus. Stimmt nicht. Das sind reife große Körner. Nimm's doch für 14. Kein Geschäft. Den ganzen Vormittag lang. Das Fußballspiel ist an diesem Tag die Sensation in der Provinzstadt Urcos.
Auf einmal werden die Indianerinnen von Churubamba in dem Mestizenort beachtet. Valentin ist wieder einmal stolz auf seine Frau Juana, aber zugleich hat er Angst. Die Frauen von Churubamba haben so selten in einem richtigen Stadion gekämpft. Doch den längeren Atem als ihre Gegnerinnen werden sie auf jeden Fall haben, da ihr Dorf weit höher liegt als die Stadt. Die gefürchtete gegnerische Mannschaft, Städterinnen, Mestizinnen, die Erzrivalinnen der Indianerinnen von Churubamba. Juana ist nervös. Sie sind spät dran, denn niemand von ihnen hat eine Uhr. Es bleibt keine Zeit, die mit Knoblauch gemischten Kokablätter des Schamanen einzugraben. Stürmerin Nemisia wittert Unheil. Einwurf für Churubamba. Mittelstürmerin Benedikta erkämpft den Ball zurück. Ein glänzender Pass. Stürmerin Andrea umdribbelt die Gegnerin und täuscht an. Juana, Kurzpass auf Benedikta. Heute kommt keiner an Juana vorbei. Direkt ausgeführter Freistoß vom 16er. Über links kommt Stürmerin Nemisia und Tor für Churubamba. Halbzeit. Schweigen im Lager der Städterinnen. Die Churubamba-Spielerinnen scharen sich um die Torjägerin Nemisia. Diesmal kämpfen sie nicht nur um Meerschweinchen oder Hühner. Es geht um mehr. Ich kann es nicht fassen. Wir gewinnen. Warte ab, es fehlt noch die zweite Halbzeit. Die können noch ausgleichen. Schnell noch einmal die Kräuterpaste des Schamanen. Abgeblockter Schuss von Andrea. Ein Durchkommen für Nemisia.
Vorstoß von Juana. Mittelstürmerin Estefa kämpft sich auch ohne Sandale zur Mitte durch. Kapitänin Virginia ringt um den Ball. Geplänkel im Mittelfeld. Und dann geschafft. Es bleibt beim 0:1. Die Frauen von Churubamba können es kaum glauben. Ihr Dorf hat die Stadt besiegt. 1000 Kilo Saatkartoffeln haben sie gewonnen. Von der Ernte werden ihre Familien einige Monate lang leben können. Den Sieg selbst werden die Frauen von nun an immer in sich tragen, wenn sie wieder in die Stadt der Mestizen kommen. Fulbito Andino. Das kleine Spiel, das Großes ins Rollen gebracht hat. Thank you.